Früher war es so, ich habe erst die Vorlesung gehalten, dann sind die Studierenden nach Hause gegangen, haben die Aufgabe 1 bis 6, A bis F auf dem Übungsblatt gekriegt, wussten aber vielleicht nicht, wie sie sie lösen sollten, weil sie in der Vorlesung was nicht verstanden hatten. Und am Ende der Woche sind sie in die Übungsgruppe gegangen, die von dem Studierenden gehalten wurde, Tutor, Tutorin. Und dort wurden dann die Lösungen vorgerechnet an der Tafel. Und dann konnten sie sehen, wie sie die Aufgabe hätten lösen sollen, wenn sie verstanden gehabt hätten, worum es geht. So. Das ist natürlich nicht gut für die Selbstwirksamkeit der Studierenden. Ne? Und dann haben sie auch gesehen, okay, das ist ein guter Tutor, ein guter Student, der da vorrechnet. Ah, jetzt verstehe ich es vielleicht, aber selbst wäre ich da nie drauf gekommen.